da mich ein paar gefragt haben, wie ich das Google-Profil verlinkt habe, ihr ein kleines Video-Tutorial. Es ist ja in, also Google hat es noch nicht eingebaut, dass das Profil einen richtigen Namen hat. Deswegen muss man so eine Zahlenkolonne bis jetzt noch nehmen dafür. Aber das ist ganz einfach, wie man hier im Video sieht, einfach auf das eigene Profil gehen und dann kommt hinten hinter diese Profilzahlenkolonne noch dieses Schrägstrich Posts in der URL-Zeile im Browser oben. Wir nehmen alles bis auf dieses Posts, weil das sonst einen Fehler gibt, wenn jemand anderes drauf geht, der nicht im eigenen Profil eingeloggt ist. Und das kopieren wir dann einfach zum Beispiel mal in die eigene Browserzeile, um das auszuprobieren, ob es auch funktioniert. Und dann sehen wir, dass wir aufs eigene Profil kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und addet mich bei Google+. Bis bald.